Ohne die jetzigen demokratisch gewählten Parteien mit einzubeziehen, wirst du keine Lösung finden. Wenn wir nicht dazu bereit sind und wir nur wollen, dass die Regierung einen Zauberstab hervorholt und eine Lösung bereitstellt, nein. Die Sache des Umweltschutzes, die jetzt gerade im Fokus ist, aus gutem oder schlechtem Grund. Diese ganze Angelegenheit der Vereinten Nationen, die kürzlich dem 16-jährigen Mädchen widerfahren ist, welche einen Standpunkt setzen wollte und dann... Natürlich gibt es zwei Seiten dazu und dann scheint jeder seinen Standpunkt zu haben. Hast du eine Sichtweise darauf? Schau, ich mache nicht. Ich versuche nicht für oder gegen jemand zu sein. Aber ich persönlich glaube nicht daran, lediglich jemand zu beschuldigen. Daraus werden keine Lösungen hervorkommen. Das habe ich vor langer Zeit gelernt. Als ich 16 war, war ich wütend auf alles im Universum, okay? Ich war wütend auf das Staatswesen, die Gesellschaftsordnung, die Familienverhältnisse, Religion, Kastensystem und Glauben, Ungerechtigkeit, die geschieht. Ich war wütend auf alles. Aber dann habe ich an einem bestimmten Punkt erkannt, dass du mehr Resultate in der Welt zustande bringst, mit Zustimmung und Anerkennung, anstatt nur mit giftiger Kritik. Dies habe ich vor langer Zeit erkannt und werde nicht zurückgehen, weil ich das gesehen habe. Ich habe das in mir selbst gesehen, welchen Schaden es mir zugefügt hat und allen um mich herum, die ganze Zeit auf etwas wütend zu sein. Also, ich denke, ein Kind von 16 Jahren, wir schätzen ihre Besorgnis. Ich bin sicher, viele, viele Millionen Kinder und Erwachsene sind besorgt. Nun, sie spricht und sie vertritt einen Standpunkt, das ist gut. Aber wer immer sie erzieht, sollte sie nicht zur Wut erziehen. Es ist wichtig, dass wir uns alle zusammensetzen und eine Lösung finden. Weil wenn wir eine Lösung wollen, ohne die jetzigen demokratisch gewählten Parteien mit einzubeziehen, wirst du keine Lösung finden. Du kannst dich mit Wut niederbrennen, es wird keine Lösung geben. Das ist es, was diese weltweiten Foren machen wollen, aber dann ist das Gegenteil, dass es viel Gerede, aber wenig Taten gibt. Schau, es ist wahr. Es gibt viel mehr Gerede als Taten. Ist das nicht der Weg, den du gewählt hast? Demokratie bedeutet, schau, du bist in den Medien, du redest gerne. Wenn sie dich nicht reden lassen, selbst wenn du gut isst, wenn du nicht reden darfst, sagst du, es gäbe keine freie Meinungsäußerung und machst viel Aufhebens deswegen. Also wird es natürlicherweise mehr Gerede als Taten geben. Bedeutet das, es gibt keine Taten? Nein, Indien hat Riesenschritte in der Richtung Energie gemacht. Du weißt, erneuerbare Energie zu gewinnen und all das. Für ein Land wie Indien sind das Megaschritte. Nun, macht jedes Land das, was es machen soll? Vielleicht nicht. Es macht es nicht, ich weiß das. Aber... Menschen, die in diesen Ländern leben, sind sie bereit, Opfer zu bringen? Sind es nur die politischen Führer? Ich denke nicht. Die Menschen sind nicht bereit, irgendwelche Opfer zu bringen. Wenn du jeden in Delhi darum bittest, einen Tag lang zu Fuß ins Büro zu gehen, werden sie? Nein. Wie kannst du dann von Umweltverschmutzung reden? Irgendwas musst du tun, oder? Ich sage nicht, jeder soll zu Fuß gehen. Ich sage nur, in irgendeiner Weise müssen wir bereit sein, die Auswirkungen der Taten zu schlucken, die wir von der Regierung wollen, oder? Irgendwie, wenn wir nicht dazu bereit sind und wir nur wollen, dass die Regierung einen Zauberstab hervorholt und eine Lösung bereitstellt. Nein. Deshalb habe ich die Bauern beteiligt, ich habe die Regierung beteiligt und jetzt versuche ich, die Zivilgesellschaft zu beteiligen. Würdest du einen Rat geben, weil diese Regierung und diese politische Führung Unterstützung auf internationaler Ebene bekommt, wie noch nie zuvor. Gibt es einen bestimmten weiteren Ratschlag, den du ihnen geben wolltest, um die Welt wissen zu lassen, dass Indien große Sprünge und Schritte macht? Ich denke, sie haben diese Schritte in der Wasserwoche sehr intensiv gemacht. Gerade eben war der Jal Shakti-Minister hier. In der Wasserwoche in Stockholm haben sie eine klare Erklärung abgegeben, was sie tun. Sie tun es. Aber glaubst du, dass der Druck der Bevölkerung auf dieses Land und die Regierung klein ist? So wie wir uns vermehren? Also, wenn das Jal Shakti-Ministerium, sagen wir, es ist nicht da, es ist nicht in ihrer Befugnis, sagen wir, so viel Wasser gibt es, also musst du bis 2030 die Bevölkerung auf so viel reduzieren. Also bekomme freiwillig keine Kinder in den nächsten 5 Jahren. Willst du es tun? Wie dann?
Wenn du das Problem bist und willst, dass jemand anderes die Lösung findet, wie? Das einzige Problem, das du auf der Welt und vor allem in Indien hast, ist, wir denken, es gibt viele Probleme. Nein, es gibt nicht viele Probleme. Es gibt nur ein Problem, die Bevölkerung, in Ordnung? Wenn du das nicht bewusst angehst, wird die Natur es für dich tun auf sehr grausame Weise. Du wartest darauf, dass es passiert?